dazu hat sich der Manuel Ressle Gedanken gemacht und die Not und die Ergebnisse erwarten wir da. Das ist euer Applaus für die blumige Idee im Hackathon 23. Danke vielmals für die Begrüßung. Ja, die Mod und der Markus Dubs und der Rodolfo, weiss ich noch nicht mehr, und ich haben uns zwei Tage lang Gedanken gemacht, immer mit einer Challenge umgehen. Unser Challenge war, ich kann es nochmal versuchen, rekapitulieren, wie können wir unwirtliche Orte in Wetzikon zum Blühen bringen und so zum schönen Ort zu machen. Das ist jetzt das Foto aus St. Gallen. Es steht stellvertretend, aber ihr kennt so Strassenzüge auch in Wetzikon. Auto dominiert, Beton dominiert und wenig grün. Ja, wir sind unheimlich, wie soll ich sagen, wir sind keine Fachidiotengruppe gewesen, sondern wir haben Leute von der Bildung, von der Kunstseite, von der Kulturseite dabei gehabt und ich von der Abteilung Umwelt. Und so ist es unheimlich inspiriert und interessant gewesen, um da miteinander nach Weg zu suchen. St. Gallen hat sich auch so Gedanken gemacht und einmal einfach visualisiert, wie so der Strassenzug eben könnte sich über lange Zeit entwickeln hin zu einem grünen Boulevard, wo man gerne eben sich aufhaltet und promeniert. Solche Zukunftsbilder sind wichtig, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es dauert Jahre, Jahrzehnte, bis man so etwas in einer Stadt kann realisieren kann. Darum haben wir überlegt, wie können wir denn die Zeit, bis es so weit ist in Wetzikon, überbrücken mit temporären Massnahmen. Die Grundlage, die wir eigentlich benutzt haben, ist das Grünraumkonzept, das wir letztes Herbst verabschiedet haben in der Stadt Wetzikon. Das Grünraumkonzept hat jetzt noch eine komische Farbe. Das ist ein Ausschnitt aus dem Grünraumkonzept, das zeigt an, wie die verschiedenen Flächen in der Stadt Wetzikon bezüglich Klima, Erwärmung betroffen sind. Es gibt Hitzegebiete, es sind Bahnhofstrasse, Rapperswiler Strasse, Zürcher Strasse, Industriegebiet, Richtung Romerhauser Riethofen und so weiter. Und es gibt die blau schraffierten Kaltluftseen und Kaltluftströme. Und anhand von so Karten, so Datenmaterial, das wir schon haben, kann man auch definieren, was sind die neuralgischen Orte, wo man sollte handeln. Handeln, kurzfristig, sofort handeln, kann man zum Beispiel mit so temporären, provisorischen Gärten, Stadtgärten, Urban Gardening kennt man auch und so weiter. Ich glaube, das ist ein Foto aus Zürich. Genau, danke. Aber auch so temporäre, kurzfristige Massnahmen sind nicht so einfach zu realisieren. Die Stadt könnte vielleicht auf einzelnen Flächen so Sachen realisieren, aber ich muss wissen, 85% der Flächen in der Stadt Wetzikon sind in privater Hand. Und das sind oft auch öffentlich zugängliche Orte, die privaten Flächen. Vorplätze, Parkplätze, Höfe, Strassenrandsituationen und so weiter. Und dort wollen wir die Leute versuchen mitnehmen, zum Massnahmen realisieren. Wenn da so ein bisschen das dargestellt. Wie können wir zu so einer idyllischen Strassensituation, wie können wir die Zeit, bis wir dort sind, überbrücken? Da brauchen wir ganz viele Akteure. Und wir brauchen das Netzwerk, wir brauchen Multiplikatoren, die in der Stadt da sind, vielleicht ähnliche Interessen verfolgen. Die Interessen können seine Aufenthaltsqualität verbessern, mehr Kundschaft, Gehkundschaft, Passanten anzulocken. Die Interessen können sie aber auch Flächen zu kühlen,
mehr Biodiversität anbringen und so weiter und so fort. All die Akteure von SBB, Kanton bis hin zum einzelnen Grundeigentümer, Schulen, Naturschutzverein, Stadtverwaltung, die wollen wir zusammenbringen oder die motivierten Leute finden, die zusammenarbeiten und in einer Struktur zusammenzunehmen und zusammen Massnahmen realisieren. Das ist jetzt immer noch ein abstrakt und jetzt ein paar Projekte, Teilprojektideen. Natürlich braucht es Öffentlichkeitsarbeit, es braucht eine Struktur, es braucht eine Plattform. Wir haben hier schon eine fertige Architektur für eine Webseite entwickelt an einem Hackathon, wo man halt Wissen kann abholen kann, Flächen, wo man könnte umnutzen, melden, Akteure zusammenbringt, gute Beispiele zeigt und so weiter. Mir hat persönlich besonders Freude gemacht, ist der Input von Rodolfo, von der Berufswahlschule hier in Wetzikon. Er ist Zeichnungs- und Werklehrer und hat gesagt, hey, wir haben 100 bis 130 Schüler pro Jahr, die wirklich viel Zeit haben. Die sind auf der Suche nach einer Lehrstelle, wenn sie die haben, wenn sie Zeit für Projekte umsetzen. Und er ist sehr interessiert, um mit uns zusammen Projekte anzugehen, handlungsorientierte Sachen umzusetzen. Eine Idee, die wir zusammen entwickelt haben, ist eigentlich, dass man Hotspots sucht, oder man kann auch negativ sagen, unwirtliche Orte, und zu Coolspots umbauen. Die Schüler würden zum Beispiel Pflanzträge bauen in der Schule als Aufgabe. Sie würden die vielleicht auch vor Ort bauen, dann laufen mehrere Wochen auf so einem Platz etwas, dann würden die Töpfe gepflanzt werden. Und vielleicht können wir dann auch mit den Jugendjobs etwas machen, dass man eben die Anstellung zum Beispiel Töpfe dann wässern regelmässig. Aus Frankreich sind wir inspiriert worden von den Ville Fleurie, also Blumenstädte. In Frankreich war das ein grosser Erfolg, dass man gesagt hat, hey, wer ist die schönste blühende Stadt? Und das kann man sich vorstellen, dass man es quartiermässig, strassenmässig auch macht. Dass man Quartierverein oder Private die ganze Bevölkerung aufruft, hey, reiche Projekte ein, eure Quartierstrasse, euren Vorplatz umzugestalten und dann nicht immer die prämieren. Das darf ich eigentlich als Vertreter der Stadt gar nicht ins Spiel bringen, aber wir haben es trotzdem jetzt darauf. Guerilla-Aktionen mit Seedbombs, um einheimische Samen zu verstreuen an potenziell schönen Orten und die wachsen lässt. Und wer das macht, müssen wir dann schauen. Und auch mir persönlich wichtig ist eigentlich, dass wir im Rahmen von so einem Projekt einen Aufruf machen, hey, meldet uns Flächen, die ihr nicht braucht, die brach liegen, wo wir können für ein paar Jahre bespielen oder für ein paar Monate bespielen. Das wird jetzt so eine Kultur sein. Oder ich kann es auch sagen, begrünen. Wir würden die Flächen sammeln und würden Vereine, Naturschutzvereine, Schulen anbieten, hey, geht auf die Fläche, wo pflanzen, machen einen Aufenthaltsort, den ihr gerne aufhaltet, was auch immer. Und wir haben das erblühende Brachen genannt, das Teilprojekt. Ihr seht, wir sind kreativ gewesen, wir haben vier Ideen aufgebaut. Es ist auch ein komplexes Projekt, auch wenn es analog ist, aber es ist komplex. Weil es sind ganz viele Akteure rum, ganz viele Flächen, die man abklären, ganz viele Regulationen, die man beachten. Wir würden darum vorschlagen, mit einem kleinen Pilotprojekt anzufangen, in der Berufswahlschule, wo man eigentlich schon das Commitment hat, ja, wir möchten gerne etwas umsetzen. Das kann man eigentlich schon aufs nächste Jahr realisieren. Und auch ein darauffolgender oder paralleler Schritt wäre, abzutasten, wo finden wir Verbündete in der Stadt Wetzikon würden. Also ein Projekt mitmachen. Damit man kann Projektstruktur aufbauen,
Finanzierung auf die Beine stellen, Plattform bereitstellen und dann schon ab Herbst 2024 ganz konkret die grösse Projekte einsteigen. Hast du noch eine? Nein, das hast du gesagt. Oh, jetzt als kleiner Spass noch. Da haben wir mit unserem Hacker können zusammen arbeiten. Das ist ein Screenshot von der Bahnhofstrasse in der Blumenstadt Wetzikon. Dann haben wir uns auch in St. Gallen überlegt, wie könnte es denn auch aussehen. Und heute Nachmittag um 3:45 hat uns dann, haben wir von unseren Mithacker die Visualisierung bekommen von der Bahnhofstrasse, wie sie eben schon in ein paar Monaten wird aussehen. Vielen Dank für die blumigen und tollen Ideen und vor allem bin ich gespannt, wer von den Stadträten die Seedbombs wird abwerfen und den Mut findet.